Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part Limbo. So, ich weiß die Lösung schon. Ich nehme jetzt gerade exakt an dem Tag auf, an dem der letzte Part erscheint. Beziehungsweise mittlerweile ist er, glaube ich, schon erschienen. Das heißt, etwaige Kommentare kann ich jetzt hier leider nicht eingehen. Jetzt müssen wir hier halt mal gucken. Also, ich weiß die Lösung schon, und zwar der gute Florian 23232 hat mich direkt nach der Aufnahme gefragt, oh, wie ich weitergekommen bin, und habe ihm erzählt, an welcher Stelle ich dann da wieder hänge. Und dann hat er mir gleich den hilfreichen Tipp gegeben, den ich gebraucht habe, wie ich auf die Lösung komme. Und er hat gemeint, ja, schau mal, diese beiden Kisten stehen ja nicht gleich hoch. Das heißt so viel wie: Wir machen mal diesen Magneten an und machen das da an und direkt wieder aus. Und siehe da, das eine hängt, bleibt dann oben hängen und das andere fällt wieder runter. Ah, da hätte ich auch eigentlich selbst drauf kommen können. Und da wäre ich sicher irgendwann auch selbst drauf gekommen. Und ich schieb das jetzt einfach mal darauf, dass ich da schon einige Parts wieder aufgenommen hatte. So, hier kann ich doch sicher wieder irgendwas. Okay, ich schätze mal, da wird was kommen. Ich schaue mich aber erstmal hier noch um. Okay. Ich wollte es halt einfach mal gerade wissen. Und ich will es noch mehr wissen. Okay, eben habe ich wieder falsche Tasten gedrückt. Naja. Lassen wir das einfach. Okay. Hier muss ich wahrscheinlich im richtigen Moment ausmachen, damit ich. Na komm, halt dich doch deine West, Mann. Ja, das hättest du wohl gern gehabt. Dass ich da in die Stacheln falle. Nee, nee, ist nicht. Okay, ich bin zwar gesprungen, aber gut, kann passieren. Kann passieren. Okay. Das Seil da kann man offensichtlich nicht greifen. Ach du Schande. Ach du Schande. Holla, die Fee. Die Fee, die Fee, die Fee. Da muss ich doch erwängen. Okay, immerhin hat es hier einige Save Points. Oh! In dem Moment wollte ich gerade springen. Schade. Boah. Boah, das war knapp. Gut, wie ist das da? Ob ich da das nicht einfach so machen kann? Schade. Ich dachte, das ging vielleicht. Und los. Und nein. Nein. Was mache ich denn schon wieder? Fail. Meine Fresse, macht das hier Geräusche? Nee, ich wollte eigentlich, dass du springst. Okay. Möchtest du irgendwie nicht, ne? Gut. Ah, jetzt hat.
Gut, so jetzt schön gemütlich da runterklettern. Und vielleicht gibt es auch einen Checkpoint hier. Denn ich habe keine Ahnung. Rechts oder links? Links oder rechts? Oder doch nochmal hochklettern? Nee, ich denke mal nicht, dass das hier irgendeinen... irgendwie... einen Sinn macht. Na? Kannst du da irgendwie was hin und her schwingen noch? Nö. Ich gehe jetzt einfach mal hier lang. Das sieht mir doch irgendwie nach Wasser aus. Ich will's halt wissen. Gut, da ist nichts. Hoffentlich muss ich jetzt... Oh, scheiße! Ich war doch schon runter. Okay. Und los. Okay. Und weiter runter. So, und diesmal gehen wir nach rechts. Weil ich ja schon neugierig bin, ob da vielleicht was... Aber nein, komm. Lassen wir das einfach mal. Und gehen da schön in diese Richtung. Ach, ja. Oh. Moment. So nett. Sicher ist sicher. Hüpf. Holla, die Waldfee. Nein! Scheiße. Da hätte ich doch auch eben springen müssen. Schade. Nochmal schade. Okay. So. Und schnell. Nein! So scheiße, knapp vorbei. Ist halt trotzdem auch daneben, Mann. So. Zack. Da kam Kenny Sheep. Und jetzt warten wir nochmal. Und komm, lauf, Kenny, lauf. Und schön hoch. So, und jetzt. Wow. Puh. Das wäre soweit mal geschafft. Was? Das änderte jetzt hier als die Richtung. Warum? Okay. Naja. Ich kann hier jetzt leider aber nicht einfach so, okay. Frage mich, was hier wohl das Rätsels Lösung sein wird. Ich laufe jetzt nochmal hier lang. Ist da vielleicht was?
Nö, einfach nur, da falle ich dann einfach nur in diesen Abgrund. Okay. Oh. Aber ich habe das Ding. Us! Ich bin trotzdem noch getroffen worden. Mist. Puh, kannst du vielleicht? Genau so vielleicht. Oh, war ja. Puh. Knappe Sache, ne? Oh. Oh je. Und schnell hier durch. Gut, und dann kommen wir hier unten lang. Wo auch immer hin. Ja, ja, schieß ruhig noch ein bisschen. Nein! Was du wolle. Ich glaube nicht, dass es so... Okay. I see it. Mach an! Dreh um, dreh um, dreh um! Ui, jetzt hat's geklappt. So, bin ich mal hier gespannt. Ich war halt gerade ein wenig neugierig. Kann ich das da... Oh. Kann ich das da irgendwie... betätigen hier? Ja, es ist ja halt hier so ein Teil, ne? Das will ich jetzt halt mal wissen, ne? Ja. Warum? Ich meine, was, für was ist das sonst da? Na gut, egal. Warten wir hier mal gerade ab. Okay. Okay, ich denke mal, das wird nichts. Da warten wir mal. Hab hier gerade die falsche Taste gedrückt. Gut, jetzt dürfte es hoffentlich funktionieren. Was? Ich komme da nicht durch? WTF? Was soll ich denn sonst machen? Gut. Gut. Das funktioniert. Ich hab so eine Idee. Puhuhuhu. Das hieße aber, ich müsste das genau timen. Puh. Ja, meine Idee ist, ich muss das Ding drücken in dem Moment, in dem es wieder nach unten geht. Was? Okay. Aber ich überlebe ja das nach unten kommen scheinbar auch überhaupt nicht. WTF?
Da muss ich ja schon irgendwie irgendwas übersehen. Was übersehe ich denn da? Was übersehe ich da bitte? Ja, da ist ja scheinbar auf der Seite rechts, wo ich dann rankomme. Megamäßig. Megamäßig, ja, nicht so schön, ne? Okay. Ja. Geblitzt und Donnerwetter und Strom. Ah! Das könnt ihr auch mal probieren, was wohl passiert. Wenn ich beim Zurückkommen das betätige. Aha! Das Rätsels Lösung. Und was passiert hier mit mir? Was passiert mit dem Kenny? Alles hier in Zeitlupe. Steuern kann ich nichts. Kann ich irgendwas noch steuern? Muss ich noch was steuern? Was ist los hier? Ja. Da liegt er jetzt. Ah. Steht jetzt jeder wieder auf. Wunderhübsch, wunderprächtig. Gut, dieses Rätsel wäre gelöst. Und bevor wir jetzt hier weitergehen, würde ich sagen, war's das für diesen Part. Und wir machen im nächsten weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen.